Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Mein neuer Beruf. Hallo. Nein, Christian, verlass uns nicht. Heute mit meinen beiden Arbeitgebern, Dennis und Peter. Don't do it. Lucy hat uns Berufe zugeschickt und sagte sich, Mensch, da sollten wir doch nochmal eine Folge zu machen. Vielen Dank nochmal. Wir sollen denn Videos machen, wenn ich im Urlaub bin. Wenn ich irgendwann mal fertig bin, genau, hier Videos zu machen, dann erlerne ich einen Beruf. Und es geht eigentlich nur darum, dass Peter und Dennis drauf über Ja-Nein-Fragen darauf kommen, was das denn ist. Ja, gucken wir mal. Kannst du mir sagen, was das für ein Beruf ist? Ja, kann ich dir sagen. Ja, sag mal bitte. Ja, sag ich am Ende. Schon mal gekriegt, Peter. Machen? Ja, Peter hat schon angefangen. Hat Peter schon ein Ja gekriegt. Achso, ja, sehr gut. Okay, alles okay, klar. Okay, dann nächste Frage. Okay. Arbeitest du draußen? Ah, Killer vergeben. Auch wäre ein Ja, oder? Ach so, ja, also nur weil du draußen arbeitest, schließt das ja nicht aus, dass du auch drinnen arbeitest. Also würde ich sagen, wäre ein Ja. Ja, dann ja. Weil sogar Pizmeet arbeitet draußen. Ja, das ist richtig. Ja, wir sagen mal, wir einigen uns mal auf auch, ist auch Ja einfach für das Format jetzt. Ja, okay. Ja, das ist jetzt natürlich, dadurch, dass es ein Auch ist, ist es auch gar nicht so hilfreich. Aber wobei, doch ist es wohl, weil das ist dann ja beides. Das heißt, es kann ja jetzt nicht ein Dachdecker sein. Oder muss man. Arbeitest du drin? Nein. Reingelegt. Wobei, vielleicht gibt es ja das so eine Zwischenebene. Ja, ich arbeite in Fegefeuer. Okay, du tust beides. Okay, hat dein Beruf. Hast du in deinem Beruf Kontakt mit anderen Menschen? Ja. Nice. Busfahrer. Ist auch fast alles eigentlich. Busfahrer. Verkaufst du was? Nein. Okay. Okay. Würdest du, ist dein Beruf ein handwerklicher Beruf? Also ich meine, sorry, aber um nochmal auf Peters Frage einzugehen, ich meine, rein theoretisch verkauft ja jeder seine Zeit gegen Geld. Ja, für gut, okay. Ne? Nee, also, aber nee. Ja, so, also es ging ja um Warenverkauf ja, und sowas. Nee. Oder okay. Dienstleistungsverkauf wäre auch ein Verkauf. Also ich würde sagen, eine Prostituierte verkauft ihren Körper. Hallo? Ja, was soll man dazu sagen? Ja, hast du recht, du hast einfach so einen Fuck gedroppt. Weil ja, okay, also nur, dass wir das Verkaufen gleich verstehen. Achso, ich brauche dann Zustimmung von euch. Irgendeine Reaktion. Nee, Entschuldigung, du hast absolut recht. Ja, ist gut. Ich dachte, da kommt auch noch was. Du arbeitest in einem handwerklichen Beruf. Nee. Oh. Immer noch Busfahrer. Du arbeitest in einer Dienstleistung. Ja. Okay, deine Dienstleistung. Okay, jetzt brauchen wir die Dienstleistung. Also ich meine, Dienstleistung gibt natürlich eine Menge. In deiner Dienstleistung benutzt du Maschinen. Nein. Ha. Oh. Fluffer. Heißt, du bist kein Busfahrer. Kein Busfahrer mehr. Aber du könntest Ritscherfahrer. Wo beginnt Maschine? Wo hört es auf? Wirklich. Du arbeitest in einem, wie nennt man das? Wie heißt Masseur und so? physiotherapeutischen Bereich nenne ich es mal. Heißt das so? Ist das das? Stimmt, oder? Ja, Massage und so würde ich auch sagen. Also, dass ich irgendwie anderen Leuten irgendwie knete oder so. Nee. Ja. Okay, aber hast du Körperkontakt zu anderen Menschen während deiner Dienstleistung? Abgesehen jetzt von, ich meine damit jetzt nicht Hände schütteln, ne? Okay. Würde nicht sagen, okay. Aber du bist, wenn du deinen Job machst, bist du mehr oder weniger automatisch dadurch bekannt. Wie meinst du? Politiker zum Beispiel, weißt du? Also achso, du meinst in einem öffentlichen. Genau. Nee. Auch nicht, okay. Was machst denn du für einen Scheiß, Christian? Ja, wirklich, Christian ist bestimmt arbeitslos einfach. Okay. Also, nee. Entschuldigung ist raus. Also, er hat keinen Körperkontakt, also du bist ja jetzt auch nicht so Friseur oder sowas. Das ist richtig, Peter. Haare zählen dazu. Da fällt eine ganze Menge weg, muss ich sagen. Also. Du könntest immer noch Golfballtaucher natürlich sein, aber das hatten wir in der ersten Folge. Bewegst du dich in deinem Beruf
über, also geografisch gesehen, über eine Strecke, die über einen Kilometer geht. Für meinen Beruf? Ja. Nein. Okay, nee. Pass auf. Also du sagst ja, du arbeitest auch draußen, aber gehen wir das mal andersrum. Du arbeitest aber primär drinnen. Oh, primär. Oh, primär. Das ist, eigentlich nicht so wirklich. Also es lässt sich nicht so wirklich sagen. Okay. Na gut. Ich würde vielleicht 50-50 oder so sagen, aber so genau kann ich das nicht auseinanderdröseln. Okay. Der letzte auch und ich darf nochmal oder bist du dran? Hm. Na, wenn es 50-50 ist, wäre es ein Nein, weil dann würde er ja nicht primär drin. Primär nicht. Ja, nee. Dann, ja, stimmt, dann bist du. Dann mal du. Auch draußen. So. Okay. Während deiner Arbeit würdest du die meiste Zeit sitzend verbringen? Nein. Aber in deiner Arbeit hast du sehr viel zu tun mit Pflanzen. Nee. Auch nicht. Du liegst die meiste Zeit. Nein. Dammit. Okay, du hantierst aber sehr viel mit Werkzeugen. Nee, so gar nicht. Auch nicht. Mein Gott, was machst du eigentlich rumsitzen, oder was? Stehst du die meiste Zeit auf einer Stelle? Oh. Nein. Nee, nein. Weil, pass auf, Peter, der steht nämlich nicht die meiste Zeit an einer Stelle, sondern der läuft nämlich am Beckenrand lang, weißt du? Ah, ist der und Poolboy. Ja, der Bademeister oder Baywatch-Guy oder wie die auch immer alle heißt. Sowas vielleicht. Ja, wäre so, arbeitest du drinnen, draußen, könnte beides sein und so. Deswegen, sag ich mal, arbeitest du in einem Tätigkeitsfeld, wo du überwachen musst? Nein. Ach, scheiße. Musst du für deinen Job auch mal ins Wasser? Nee. Ja, nee. Nee. Okay. Musst du für deinen Job irgendwas können? Nein. Nice. Was? Okay. Okay, das also, ist ein Job, den gebe ich ja, in Amerika. Also viele Sachen, also. Ja, aber ich meine ausbildungsmäßig. Nee. Nicht, okay. Okay, Polizist in Amerika. Die haben, glaube ich, immerhin eine 3- oder 4-wöchige Ausbildung. Das Waffe, das schießt. Die Richtung, da kommt Kugel raus. Da geht die Sirene an. Jetzt weiß ich nicht mehr, wer dran war. Du warst, glaube ich, dran, weil du hast, glaube ich, nur so einen Gedanken geteilt mit. Ach so. Oder war das ein echter Guess-Polizist? Ich glaube nicht. Nein, natürlich nicht, nee. Okay, du musst nichts können. Während deines Jobs gehst du viel. Ja. Weil du stehst ja nicht, du liegst ja nicht, du. Was gibt es denn noch? Warte mal. Sitzen tust du nicht, stehen tust du nicht, liegen tust du nicht. Das gäbe noch Knien theoretisch, aber du gehst auch viel. Kniest du auch während deines Jobs? Würde ich nicht sagen, nein. Ah, dammit. Ja, ein Job, in dem man viel geht und in dem man nicht so viel können muss erstmal, aber den man trotzdem braucht. Aber der keine Überwachung ist. Ja, Moment, wir hatten gesagt, dass man den braucht. Wen? Ja, irgendeiner wird dich ja einstellen für den Job. Und den Job gibt's nur deswegen. Das ist eine logische Schlussfolgerung. Ja, so, also irgendeiner wird dir Geld geben, damit du das machst, obwohl das auch keine überwachende Tätigkeit ist. Du sitzt ja, also. Also, wo gehe ich denn für? Aber ich muss eine Uniform tragen. Du musst eine Uniform tragen. Nee. Auch nicht. Außenaufsicht. Das wäre eine überwachende Tätigkeit. Ja, stimmt, das ist überwachende. Das stimmt. Aufsicht, oh Gott, das ist überwachend. Ja. Kilian, nimm die Hände da weg. Okay, pass auf. Ich muss noch mal kurz so überlegen. Du gehst schon, du bist draußen und drin, aber du hast keinen Kontakt mit Körpern von Menschen. Du hast aber Kontakt mit Menschen, hast du gesagt. Ja. Hm. Oh, ich hab noch eine Idee. Ist dein Job, Dinge zu überprüfen? Nein. Okay, ja, aber dein Job ist, Dinge zu bewegen. Boah, das ist so eine. So Lagerarbeiter so zum Beispiel, weißt Firma du? Firma hat ja immer so ein, ne, wir haben, will mehr als nur spielen, so, wir bewegen Dinge.
Ja, aber so ein Lagerarbeiter zum Beispiel, der wird ja Sachen von einem Regal in den LKW tragen, ja, zum Beispiel. Nicht, genau, oder per Gabelstapel oder so, nein. Aber nein, der hat auch eine Ausbildung meistens. Ja, das stimmt, der hätte jetzt eine Ausbildung, aber ich wäre jetzt noch, deswegen war ich ja nur bei Dinge bewegen, weißt du, ja, nicht bei Lagerarbeiter. Aber Lagerlogistiker will ich nicht. Nee, du bewegst Dinge. Entschuldigung, das war meine Frage. Ich bewege keine Dinge. Ja, du bewegst keine Dinge. Okay, natürlich nicht. Weil du bewegst einfach Dinge, nur. Der überprüft keine Dinge. Der überwacht keine Dinge. Der packt niemanden an so richtig. Und du musst nichts können. Wer bezahlt dich? Warte. Packst du Sachen ein? Nee. Verdammt. Okay, pass auf, packst du Sachen aus? Nein. Oh, ich dachte gerade so, Amazon. Ja, genau. Du stehst da dann so und dann kriegst du so, pack jetzt, da kommt der Roboter vorbeigefahren, du musst die Sachen nur in den Karton packen. Steuerst keine Dinge, also auch nicht so was wie eine Drohne, wobei davon musst du ja auch was können. Du gehst und draußen und drinnen und draußen und drinnen. Pass auf, bist du ein Betrüger? Nice. Ja, es ist ein anerkannter Beruf, Betrüger zu sein. Ja. Nein. Okay, aber du wirst schon für den Job bezahlt, ja? Ja. Und, du arbeitest im öffentlichen Dienst. Also sowas wie Beamter oder... Ja, und ne, muss ja nicht direkt Beamter sein, gibt ja auch Angestellte im öffentlichen Dienst. Aber das ist so eine typische Stelle, die so ein Privatunternehmen wird niemals dafür Geld ausgeben, weißt du? Nee. Aber der öffentliche Dienst sagt sich ja mega, was brauchen wir? Da haben wir 20.000 Stück von. Nee, ich arbeite nicht im öffentlichen Dienst. Du musst ja auch keine Maschinen benutzen. Aber hast du andere Hilfsmittel bei deinem Job, außer deinen Körper quasi? Also benutzt du Hilfsmittel bei deinem Job? Nee. Was? Also Peter, da musst du wirklich... Okay, pass auf. Welchen Job? Wo kriege ich Geld dafür, um zu gehen? Und alles andere ist ja bis jetzt ausgeschlossen. Okay, pass auf. Oh, pass auf. Ich muss auch mit anderen Menschen reden. Ja. Ich bin einer von den Leuten am Bahnhof, die dich anquatschen. Und dann irgendwann unterschreiben sollen. Also ich quatsch dich an... Achso, nee. Nee, okay. Oh, warte, da hast du aber Christian kurz zum Überlegen gemacht. Ja, ich wollte nur wissen, wer hier wen anquatscht. Wer quatscht hier wen an? Du quatschst mich an für Greenpeace oder so. Hey, hier, unterschreiben Sie jetzt, weißt du, so. Das Einzige bei der Fragestellung, wo ihr Obacht geben müsstet, wäre vielleicht nochmal so... wie die Tätigkeit ausgeführt wird, weil ihr sagt die ganze Zeit gehend, weil ihr alles andere ausgeschlossen habt, aber... Aber haben wir noch nicht wahrscheinlich. Ja, aber ihr habt eine Frage gestellt, die konnte ich halt so nicht mit Ja beantworten. Ah, okay. Okay. Musst du für deinen... Moment, also pass auf, Bram, jetzt mal kurz Teamarbeit, ja? Ja. Ich habe bei meinen Sachen auch dann immer gefragt, überwiegend sitzen, überwiegend liegen oder so. Deswegen frage ich jetzt nochmal, musst du denn zwischendurch für deinen Job auch dich mal hinlegen? Nee. Nee, hinlegen nicht. Aber du sitzt zwischendurch auch? Nein. Ja, vielleicht, aber das würde dich jetzt nicht weiterbringen. Okay. Nee. Aber du kniest zwischendurch? Nein. Hey, du hast mich hier voll verarscht! Okay, aber du stehst zwischendurch? Ja. Ach, guck mal. Peter, ne? Da ist der Hund begraben. Ach so. Und du rennst auch zwischendurch? Anfang bestimmt mal, ja. Anfangs, also. Wie anfangs? Okay. Und dein Job besteht darin, Leute anzuquatschen? Leute nicht, nee. Okay. Leute nicht. Deswegen, also ich laufe jetzt nicht rum und guck mir irgendwen an und sag dann, hey, du. Aber umgekehrt, dein Job besteht darin, Ansprechpartner zu sein für Leute. Die sprechen dich an. Zum Beispiel? Also mich spricht eigentlich... Das ist eine gute Antwort gewesen. Also eigentlich spricht mich niemand an, nee. Verdammt!
Also, okay. Ne, du kannst natürlich sagen, ihr hattet das ja schon, weil wir sind ja bei einer Dienstleistung, ne, natürlich kommt da jemand und sagt, hey, ne, ich würde dich gerne anstellen für, aber das meine ich jetzt nicht, dass mich jemand anquatscht. Also das würde ich dann halt. Er könnte es ja die Auskunft sein, so weißt du, in dem Freizeitpark, am Infoschalter genau. stehen. Nee, oder das, so. Das genau, deswegen nein. Okay, also du rennst ab und zu ganz, ganz wenig, vielleicht am Anfang. Viel gehen, ab und zu stehen. Und dich quatscht keiner an. Boah. Aber irgendwie so weit in die Richtung. Sammelst du? Sammeln? Ja, nee, du sammelst so, etwas. So Steine oder Münzchen oder so. Ja, oder auch Flaschen oder irgendwo. Nee, auch nicht. Okay. Du musst so an deinem Arbeitstag vor allen Dingen mit einer Person sprechen. Du meinst jetzt eine bestimmte Person? Ja. Ja. Gibst du Führungen? Nein. Da muss man so viel für können. Scheiße. Du musst mit einer Person sprechen, aber mit wem sprichst du? Mit dem Dude, der dich reinlässt. Ah, oh, das ist schwer. Okay. Du musst mehrere... Nee. Ja, egal, jetzt habe ich angefangen. Du musst mehrere Sprachen sprechen können. Nicht unbedingt, nee. Okay, diese eine Person. Also die jeweilige Amtssprache reicht vollkommen. Die jeweilige Amtssprache reicht vollkommen. Diese eine Person. Deine Beziehung zu der ist, dass du die beschützen musst. Nein. Du läufst einer Person hinterher. Nee. Ah. Kein Stalker. Nee, muss ja kein Stalker sein. Ich meine, in einem beruflichen Kontext. Nee. Paparazzi. Diese Person ist für deinen Job immer die gleiche. Nein. Verdammt. Okay. Und wir hatten aber schon, das hat nichts mit Technik zu tun, weil das heißt, es ist jetzt auch nicht so irgendwie, kennt ihr noch diese reale Irrsinn-Folge, wo der eine Dude jeden Tag den Bahnübergang händisch machen muss, weil der nicht automatisiert ist, so war der in der Halle, wo du so einen Schalter umlegen musst. Ja, er bedient keine Maschinen für seinen Job, hatten wir. Genau. Ja, aber ist schon eine Maschine, wenn ich kurbeln muss? Also gilt, ist sowas schon als Maschine definiert? Ja, kurbeln, Schalter umlegen, hattest du gerade noch gesagt, würde ich schon sagen. Ja, aber Schalter umlegen wäre dann so, dann geht ein Motor an, weißt du, und dann passiert was automatisch. Weil das, wenn ich jetzt so meine, die Jalousien hoch, ich mach die Jalousien irgendwo den ganzen Tag hoch und runter. Also. Das ist eine gute Frage. Nee. Ich bin gerade am überlegen, ob ich überhaupt so eine, also es gibt, glaube ich, sogar eine Handbewegung, die ich zeigen könnte, aber ich habe halt nichts irgendwie in der Hand, wo ich was drücken muss oder ziehen oder, also nee. Eine Handbewegung, der Schweigefuchs. Nee. War eigentlich ein Scherz, aber jetzt habe ich schon eine Info bekommen. Ach so, also eigentlich. Ich dachte, das wäre wieder so ein, du bist, so ein Gedankenspiel. Also, nee. Du bist gekaufter Aktivist. Nee. Du bist da, um das Kamerabild voller wirken zu lassen. Statist? Nein. Sozusagen. Da musst du nichts mehr können. Das ist richtig, das könnte jeder machen. Aber dann müsstest du vielleicht auch mal sitzen, Peter, oder so. Ja, aber... Nee, Statist nicht. Okay. Ich glaube, Statist... Gibt's denn... Boah! Ja, Statist... Was gibt es denn noch, was fehlt? Ja, das wird ja irgendwas total Abgefahrenes sein. Werden ja richtig kranke Sachen, die es auch nur einmal auf der Welt gibt, so für ja, ein Hotel. Stimmt, genau. Du öffnest Türen. Was ist des Wortes? Nein. Wir öffnen Türen. Ja, deswegen. Wir wollen was. Das ist auch immer ein schöner Spruch. Okay. Also, ich hatte ja schon gesagt, so für so einen Arbeitstag musst du dann so mit einer Person reden. Ja, da muss ich noch ein bisschen drauf überlegen, was das bedeuten könnte. Ist das dann so schon der Großteil deines Tages, diese Unterhaltung mit dieser Person? Nein.
Ich bin natürlich nicht, weil nämlich diese Handbewegung, die du machst, die sorgt dafür, dass dein Arm, deine Hand überhalb des Kopfes ist. Nein. Okay. Okay. Das, du, ich weiß es. Okay, Bram, weiß es. Ja, bin ich mal gespannt, wie du weißt gleich. Jetzt weiß ich's. Ist deine Handbewegung so ein Stoppzeichen? Nein. Nee, weil deine Handbewegung ist ein Gruß. So ein Ave. Zum Beispiel, nee, nicht Ave, aber zum Beispiel, Christian, du, wenn du deinen Ellenbogen so senkrecht vor dir machen würdest, dann würdest du die Hand so leicht drehen wie so die Queen. Ah. So, okay, als würdest du dir vom Kopf klatschen, aber nur so. Ja, so dieses winkend. Hallo, genau, dieses leichte Winken. Nein? Nein, nein, nein. Scheiße, ich dachte, du bist die Queen, Alter. Oder der jetzt der König. Da musst du nichts für können. Also du musst nur geboren werden, weißt du. Dann die Handbewegung würde euch da auf gar keinen Fall helfen, wenn die überhaupt passiert. Ja, yeah, aber ich dachte, also vielleicht wäre das diese ikonische Handbewegung, weißt du. Okay, pass auf. Deine Dienstleistung ist im Bereich von Hotellerie. Nee. Okay, aber ein privates Unternehmen hat dich angestellt. Was heißt das? Ja, also die Pizmeet stellt mich an, damit zum Beispiel, ja. Nee. Nur halt nicht die Pizza. Nee, ach so, nee. Oh. Oh. Würde ich, nee. Wait, wer nicht ein privates Unternehmen, was denn dann? Ja, das ist jetzt die Frage. Bezahlt dich der Staat? Nein. Bettelst du? Nein. Bist du selbstständig? Ich habe nur gerade überlegt, ob es wirklich Leute gibt, die man bezahlt dafür, die betteln. Also keine Ahnung. Okay, good point. Jetzt, wo du das so sagst. Ja, nee, okay. Meine Frage war, ob du selbstständig bist. Nicht unbedingt. Sowohl als auch, aber eigentlich eher nicht. Na gut. Okay, du bist aber. Also es gibt schon Selbstständige, aber. Okay, gibt auch mehr als einen. Gibt doch nicht Selbstständige. Moment, aber die. Du bist angestellt. Ja, in dem Fall schon. Aber nicht bei einem Unternehmen. Wo denn sonst? Bei einer Privatperson. Ja. Ich weiß nicht, ob du das missinterpretiert hast, aber es ging ja um Beauftragen und nicht angestellt. Aber eine Privatperson. Oh, habe ich Beauftragen gesagt? Okay. Ja, okay. Nee, dann, eben, weil du gerade sagtest, ja, hier. Dann vergiss es. Du bist nicht angestellt. Du bist ja, nicht angestellt. Also ich. Dann habe ich. Ja, dann ist okay. Ich bin schon angestellt, aber mich beauftragt, wie du gerade fragtest. Auf jeden Fall auch eine Privatperson, ja. Okay, und muss dann sein. Heißt, du bist aber bei Unternehmen angestellt. In dem Fall ja. In dem Fall ja, okay. Und zwar gibt's machst nicht, du... Oder? Gibt's auch nicht, ja, gut, okay. Und deine Tätigkeit... Du Christian Stachelhaus, würdest deine Tätigkeit als wichtig empfinden. Für wen? Für mich? Für die Gesellschaft. Nein. Nein, okay. Okay, pass auf. Also, wenn ich jetzt als Privatperson... dich beauftrage, beziehungsweise dein Unternehmen, also dein Arbeitgeber beauftrage, ja. Und der schickt dich raus zu mir, sage ich jetzt mal. Ist die Firma, wo ich diesen Auftrag einreiche, ist diese Firma vor allen Dingen dann dafür da, die Dienstleistung anzubieten, die du machst? Ja. Und wenn ich diese Dienstleistung in Anspruch nehmen will, kommst du zu mir nach Hause? Nein. Okay. Das ist ein Job, den gibt es in Deutschland. Ich glaube ja. Okay. Lass mich aber gerade kurz mal gucken. Ja. Da muss ich mal gucken. Ah, weil jetzt habe ich nämlich eine Idee, Peter. Ja, okay. Weißt du das? Nee.
Diesmal nicht. Alter, mit der Queen, mit der Handbewegung dachte ich mir so, du bist safe die Queen. So, du musst nichts können, du brauchst keine Ausbildung. Aber wäre ich im Dienste des Staates? Nein, du bist der Staat. Das stimmt. Ich bin der Staat. Also ich kann es mir vorstellen, dass es das hier gibt, aber ich habe da noch nicht von gehört. Okay, pass auf, weil in Amerika, ja, gibt es ja, also in Amerika zum Beispiel, hat ja ganz viele von diesen ABM-Maßnahmen. Und eine davon ist ja an Baustellen, dass die da kein Schild hinstellen, sondern ein Dude steht mit einem Schild in der Hand, wo dann Stopp drauf steht oder so. Und du bist der. Nein. Schade. Christian, wenn ich dich beauftrage, ja, komme ich dann zu dir in die Firma? Ja, du kannst auch anrufen. Nee, also um dann das Beauftragte durchzuführen. Also kommst du ja nicht zu mir? Ja. Komm ich dann zu dir? Nee. Nee. Okay, also, das heißt, du kommst. Nee, stell doch mal deine Frage. Okay, pass auf. Wenn man deine Dienste in Anspruch nimmt, kommt man dann zu dir? Du könnt, also ja. Und ja, ja, doch, du kommst dann zu mir. Ich komme dann zu dir in das Unternehmen, das dich beschäftigt. Nein. Aha! Okay, aber ich komme zu dem Punkt, wo du immer stehst oder gehst. Ja. Oder auch mal rennst ab und zu. Okay, und an diesem Punkt stehst du, rennst du hast aber so ein kleines, so eine Hütte, so ein Hüttchen, so ein Ding, so eine, ja, pass auf, ich sag mal, so ein Point auf, da stehe ich. Ich kann der wie auch immer baulich gekennzeichnet ist, das kann nur so ein Schild sein, das kann aber auch so ein Tresen sein, wie so Limonadenverkäufer oder so. Nee. Nicht. Aber was soll ich denn dann wissen, wo du bist? Das ist verwirrend. Reist du viel? So in andere Länder? Nee. Nee, kann ja sein, dass dein Job ist, durchgehend durch dein Land zu laufen. Immer von Süden nach Norden. Nee. Okay, ich komme dann zu dir. Aber nicht ins Unternehmen. Nicht ins Unternehmen? Nee, ich komme zu der Person. Ja, genau. Genau. Okay. Und wenn ich deine Dienstleistung buchen möchte und ich zu dir komme, dann bist du wahrscheinlich draußen, während ich zu dir komme. Nicht unbedingt. Nicht das unbedingt. Ist wieder die Frage, ob ich drin oder draußen. Aber kann sein, dass ich draußen bin, kann aber auch sein, dass ich drin bin. Okay. Das ist ein Auch-Bram, also du bist noch dran, glaube ich. Ah, ich bin noch dran, okay. Entschuldigung. Okay, pass auf, dann. Wenn ich aber dein Unternehmen anrufe, weil ich dich ja beauftragen möchte, ja, dann kann der mir aber sagen, wo du bist, weil du, okay, weil du quasi ein festes Gebiet hast. Nee. Okay, nein, du hast kein festes Gebiet, aber der kann mir sagen, wo du bist. Hallo, du hast schon Nee kassiert, mein Freund. Nein, wo du bist, habe ich ja davor gefragt. Wo du bist, hat er davor gefragt. Ja, Peter, der kann mir sagen, wo ich bin. Also, ja. Der kann dir sagen, wo ich bin, ja. Aber kann ich als Auftraggeber bestimmen, wo du sein wirst? Also, wait, du als Auftraggeber, also du, der in der Firma anruft, oder die Firma? Genau, du, der in der Firma anruft. Achso, ja, du kannst bestimmen, wo ich bin, ja. Ah. Kann ich dich buchen, um einfach mit mir zu quatschen? Das ist nicht das, wofür ich da bin. Das ist nicht das, wofür du da bist, okay. Nee, aber weißt du, wofür du da bist? Du bist dafür da, für mich in der Warteschlange zu stehen. Robert Samuel war womöglich der erste professionelle Ansteher. Oh mein Gott, Bram, Alter! Im Jahr 2012 hat er seinen Job verloren und schaltet ein Inserat bei Craigslist. Und mittlerweile gibt es Line-Standing-Agenturen, die einem Leute vermitteln, die für einen anstehen. Auch beim Schlussverkauf campen, für ein neues Apple-Produkt, Ticket verkaufen, begehrtes Konzert oder ganz banale Sachen wie das Warten vor einer beliebten Bäckerei. Natürlich. Der Stundenlohn bewegt sich dabei zwischen $10 bis $25. Gefunden habe ich aber auch noch, dass Leute
sich auch bei Sehenswürdigkeiten anstehen, so Sagrada Familia oder whatever. Restaurants. Ja. Nice. Also ich bin mal drin, mal draußen. Ich stehe halt nicht immer an der gleichen Stelle. Das hat Peter am Anfang gefragt. Ja. Also klar stehe ich, aber auf gar keinen Fall an der gleichen Stelle. Das wäre schlecht. Ja, das stimmt. Das wäre ganz schlecht. Dann würdest du deinen Job ganz schlecht machen. Ja. Ja. Und ja, du beauftragst mich und kommst halt dann dahin, weil es gibt halt sowohl Leute, die sagen, entweder du kaufst mal ein Ticket für mich. Es gibt aber auch, wo du einfach in der Schlange stehst und die Leute warten, bis du halt dran bist und dann kommen die und ersetzen dich. Also wenn du zum Beispiel in ein Museum willst oder so, dann stehen die halt für dich an. Und ja, krass. In Deutschland habe ich es noch nicht wirklich gefunden, aber kann ich mir durchaus vorstellen, dass es gibt. Okay, krass. Also erstmal geil, muss ich mir abspeichern. Das ist ja schon mal ein Service, den ich vielleicht in Anspruch nehmen möchte. aber Respekt, Rami, hast du es herausgefunden? Ja, wir haben ja zusammen dahin gearbeitet. Ja. Habt ihr mich erwischt? Ja, also ich werde im nächsten Leben professioneller Ansteher. Vielen Dank dafür, Lucy. GZ Bram. Und schönen Tag noch zusammen. Jawohl, tschüss. Tschüss.